Hallo, könnt ihr mich hören? Ja, du Ja. bist gut zu hören. Perfekt. Wir warten jetzt noch bis 19 Uhr und legen dann los. Ich fange mit dir an. Ich mache kurz eine Anmoderation, worum es geht. Dann fange ich mit dir an, stelle dir schon mal die erste Frage, dann Janine. Und je nachdem, ob Zuschauerfragen sind, werden die dann vom Team reingespielt. Und es soll halt mehr so eine Diskussion, so ein lockeres Gespräch sein. Ich mache kurz darauf aufmerksam, es sind jetzt schon Zuschauerinnen dabei. Das hat heute nicht ganz so perfekt geklappt, aber das macht ja nichts. Dafür sind wir bei Twitter und bei YouTube und bei Facebook, also immerhin. Hi, hallo Jenny. Ah, ich muss mein Video auch anmachen. Ha. Ah, Karl Marx sitzt da im Regal. Ja, und ich möchte natürlich nochmal speziell darauf hinweisen, aus gegebenem Anlass, bitte keine Fragen zu den Schmuckstücken, die ich trage, ne? Was? Weil, ja, genau. Hatte ich nämlich jetzt letzte Woche mehrfach irgendwie in Interviews, auch im Live-Fernsehen. Und was ist die Bedeutung der Halskette, die Sie tragen? Okay, Ja, ist ein gut. wichtiges Thema. Ja, also dann machen wir die erste halbe Stunde darüber, Ja, voll. Ich mich dann echt ja? gefragt, ob das anderen Leuten auch passiert. Ich hoffe nicht. Ach, ich weiß nicht. Ja, Sind noch also eine Janine Minute. nickt und das habe ich fast gewettet, dass es Ah, so ein vermutlich eine Frauending, ne? Frauenfrage ist. Genau. Scheiße. Was haben Sie denn an und, ne? Genau. Das kenne ich auch, ja. Gut, ich bin hier im Kontakt über eine Chatgruppe noch mit meinen Mitarbeiterinnen und die spielen mir dann Fragen sozusagen rein und eine Minute noch, dann geht's los. Jo, ich würde vorschlagen, wir fangen an. Also, moin und Halsketten sind essentiell, höre ich gerade. Okay. Moin und herzlich willkommen bei unserer ersten Veranstaltung nach der Sommerpause. Hier heute Abend freue ich mich sehr darüber, dass Carola Rakete bei uns ist zur Diskussion über System Change, not Climate Change. Sie ist Naturökologin und Kapitänin der Sea-Watch. Und Janine Wissler, hessische Fraktionsvorsitzende der Linken und stellvertretende Bundesvorsitzende der Linken ebenfalls. Herzlich willkommen. Und herzlich willkommen auch an alle Zuschauerinnen. Wir sind live diesmal über Twitter, über YouTube, über Facebook und natürlich hier bei Zoom. Und ihr könnt auch Fragen stellen im Verlauf der Diskussion. Aber ihr kennt es möglicherweise schon. Wir steigen damit ein, indem wir so in die lockere Diskussion gehen. Wir haben es so ausgemacht. Ich fange mit Carola an und danach Janine. Ich sehe blöderweise immer nur Janine hier im Fenster, aber Carola, du bist da, ne? Ja, ich bin da. Ah, perfekt, super. Jetzt sehe ich dich auch. Sehr schön. Du hast extra geschrieben, du bist Naturökologin und wir wollten erst Klimaaktivistin reinschreiben. Klimaaktivistin trifft das nicht so ganz oder warum legst du so sehr Wert auf diesen Begriff Naturökologin? Und vielleicht magst du ein paar Punkte zu dir sagen für die Leute, die dich halt nicht so kennen bis jetzt, obwohl das schwer möglich ist wahrscheinlich. Ja, genau. Also der Grund, warum ich darauf beharre, dass ich nicht Aktivist bin, ist für mich so ein bisschen, dass es häufig auch abwertend genutzt wird. So nach dem Motto, eine Person hätte keine Qualifikation, um über ein Thema zu sprechen, sei aber halt, ja, halt politisch engagiert, hätte aber irgendwie keine Ahnung. Ich bin Naturschutzökologin, das heißt, es ist ein Unterbereich Ökologie, ist der Unterbereich der Biologie.
Das heißt, ich habe irgendwas studiert, was sich hauptsächlich mit dem Management von Schutzgebieten, also Nationalparks und sowas beschäftigt. So, abgesehen davon habe ich 2011 angefangen, als Nautiker zu arbeiten, und zwar auf Polarstern. Das ist das Schiff vom Deutschen Polarforschungsinstitut, und war eben das erste Mal mit denen in der Arktis dann und innerhalb der letzten 9 Jahre auch in 8 Jahren in der Antarktis. In der Arktis deutlich weniger, ich glaube 3 oder 4 Mal. Das heißt, das Thema Klima habe ich auch wirklich auf der ersten Reise 2011 schon viel gesehen, als wir am Nordpol waren, und auch schon 2011 war da erschreckend wenig Eis. So, und das Thema Migration, wo mich jetzt halt die meisten Menschen natürlich davon irgendwie kennen, ist für mich erst so 2016 halt aktuell geworden, weil einfach viele Leute gesucht wurden, die irgendwie so einen Führerschein für so ein Schiff haben. Aber es ist eigentlich gar nicht so das Thema, in dem ich mich wahnsinnig gut auskenne. Ich beharre immer darauf, dass man doch die Leute fragen solle, die eben betroffen sind und darüber auch am meisten und am besten sprechen können. Und vor allem aber auch im Moment, wie diese Sachen verknüpft sind. Also was hat Klima und ja, der Verlust der Biodiversität, was hat das mit sozialer Ungerechtigkeit und ja, auch Migration zu tun eben? Und was hat das miteinander zu tun? Weil neulich bin ich im Interview gefragt worden, was hat denn Antirassismus mit Klimagerechtigkeit zu tun? Und also um ehrlich zu sein, ich habe dich auch zuerst kennengelernt über die Aktivität eben als Kapitänin der Sea-Watch und über diese fantastische Dokumentation, die es beim WDR dir gegeben hat. Also ich kann ihn übrigens allen empfehlen. Und aus deiner Sicht, warum ist es so wichtig, dass wir eben Migrationspolitik, Klimapolitik miteinander verbinden und warum muss eigentlich Klimabewegung auch antirassistisch sein? Also es geht im Kern ja ganz viel um soziale Gerechtigkeit dabei. Aber für mich, also ich spreche da am liebsten eigentlich von den Ursachen. Warum gibt es die wirtschaftliche Ungleichheit und wodurch entsteht die Klimakrise? Und die entstehen eigentlich ja beide durch das wachstumsbasierte Wirtschaftssystem, was wir aktuell eben verfolgen, was Materialien und Arbeit extrahiert für eben den Profit, der in den Taschen von sehr, sehr wenigen Menschen wandert. Wir wissen ja, dass obwohl einfach durch das massive Wirtschaftswachstum, was es in den letzten Jahrzehnten gab, ja, es immer mehr Wohlstand gibt, der sich aber halt ganz vereinzelt auf wenige Menschen konzentriert. Und diese Ungleichheit führt letztlich auch dazu, dass manche Menschen sich dann eben ja, entweder entschließen, teilweise auch häufig gezwungen sehen, zu migrieren, weil sie eben dort, wo sie gelebt haben, sich nicht mehr ernähren können. Und dann stempelt man sie so lapidar als Wirtschaftsmigranten ab. So, und das andere, was jetzt was das Klima angeht, ist halt genau das Gleiche. Also, es werden fossile ja, Brennstoffe ich spreche sehr viel Englisch, deswegen ist mein Deutsch manchmal ein bisschen schlecht, ich entschuldige mich. Ja, werden genutzt, um den Wohlstand weniger möglich zu machen. Und alles, was dort zum Beispiel an Umweltverschmutzung zurückbleibt, was an Klimaschäden entsteht, das sehen wir im Moment, betrifft am meisten die Menschen, die jetzt schon arm sind, die in den Klimazonen auch leben, wo sich die Auswirkungen am deutlichsten zeigen. Und wir sehen das aber auch ganz konkret in Städten einfach, welche Menschen leben in welchen Gebieten der Stadt, die am meisten verschmutzt sind, zum Beispiel. Na? Wo wird der Müll ausgelagert, den wir hier in Europa produzieren? Ja, auch nicht bei uns, sondern irgendwo in Malaysia, in der Türkei oder in Afrika. Und da sind Fragen von Verschmutzung und Gerechtigkeit immer ganz stark verknüpft. Ja, das denke ich, das ist auch ganz wichtig, das genau anzuschauen. Und deswegen haben wir auch gesagt, System Change und Climate Change als Thema unserer Diskussion hier. Und das wird ja eigentlich beinhalten, es reicht eben nicht aus, eine neue Technik zu erfinden, die super toll ist und das alles regelt. Und es reicht nicht aus, sozusagen ein bisschen mehr im Konsum zu ändern, ein bisschen weniger Wurst zu konsumieren und dann wird sich das mit dem Klima schon regeln. Weshalb findest du es so wichtig, dieses Thema Systemwandel, System Change anzubringen und wie kann sich eigentlich der Einzelne da auch einbringen in diese Frage? Also aktuell denke ich, dass es für die Klimabewegung echt wichtig ist, sich diesem
grünen Wachstum entgegenzustellen und eben zu zeigen, dass das überhaupt nicht möglich ist, ist wissenschaftlich glasklar belegt. Es hat noch nie eine Abkopplung von Bruttoinlandsprodukt und Ressourcennutzung gegeben in der Vergangenheit, selbst unter den optimistischen Modellen, die da der Umweltrat der UN zum Beispiel ausgerechnet hat, also mit sowas wie CO2-Bepreisung von $500 und sowas, ne? Also wirklich, wirklich optimistische Szenarien. Selbst da ist es so, dass sich die Materialnutzung, wenn man Wirtschaftswachstum weiter betreibt mit so 2, 3% pro Jahr, bis 2050 verdoppelt. Also es ist absolut unmöglich. Und ich glaube, die Klimabewegung hat da ihren nächsten großen Kampf sozusagen zu zeigen, dass eine Reformation vom Kapitalismus nicht möglich ist. Na, es gibt keinen grünen Kapitalismus. Wir brauchen wirklich eine strukturelle, systematische Veränderung zu einer, ja, im Wirtschaftssystem, das eben die Ressourcen, die es auf dem ganzen Planeten gibt, gerecht verteilt, sodass alle Menschen, die es eben gibt, einen gerechten Anteil daran haben. Also wir sind wirklich in einem großen strukturellen Umverteilungsprojekt hier drinne. Und die Frage des grünen Kapitalismus wird da ganz zentral sein. Und das ist auch für mich ja, ein großes Fragezeichen, wenn ich jetzt auf diese nächste Bundestagswahl zum Beispiel sehe und was in den Wahlprogrammen der Parteien eben so drinne steht, weil ich noch keine Partei jetzt gesehen habe, die eben so ein Wirtschaftsprogramm vorschlägt, wie es eigentlich die Wissenschaftlerinnen sagen, dass es für diese sozial-ökologische Transformation notwendig wäre. Also eine Abkehr vom Wirtschaftswachstum. Ja, Janine, vielleicht knüpfen wir daran gleich an, aber vielleicht erstmal die Frage, magst du dich auch einmal ganz kurz vorstellen für unsere Zuschauerinnen? Und die zweite Frage, ich habe mich gefragt, wie geht es jetzt weiter mit der Klimabewegung in der Corona-Krise? Und du warst ja jetzt im Dannenröder Wald, auch mit der gesamten Fraktion der hessischen Linken. Und welche Erfahrungen hast du da gemacht? Ist die Klimabewegung noch lebendig? Und was hat sie uns auch als Linke zu sagen? Ja, kurz zur Vorstellung. Also ich bin stellvertretende Parteivorsitzende der Linken. Ich bin Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag und bin hier im Landtag bin ich in zwei Ausschüsse. Ich mache den Ausschuss Wirtschaft, Verkehr, Energie, Wohnen und bin im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst und gehöre dem Hessischen Landtag jetzt seit 12,5 Jahren ungefähr an. Das zu meiner Person. Ich wohne in Frankfurt. Und zu der Frage jetzt Klimabewegung und jetzt ganz konkret der Dannenröder Wald. Also wir haben letzte Woche eine öffentliche Fraktionssitzung gemacht im Dannenröder Wald, weil wir gesagt haben, wir wollen uns natürlich zum einen anschauen, wie die Auswirkungen dieses Autobahnweiterbaus auf die Umwelt, auf den Wald ist. Aber natürlich wollten wir damit auch ein Zeichen der Solidarität setzen an die Menschen, die entweder wirklich seit Jahrzehnten schon in den Bürgerinitiativen dort aktiv sind und sich seit Jahrzehnten gegen diesen Autobahnbau wehren, aber natürlich auch an die Aktivistinnen und Aktivisten, die jetzt in dem Camp sind, die da eben diese Waldbesetzung organisieren. Und ja, es war ein total guter Termin, fand ich. Und ich glaube, dass wir ohne, also gerade die Umwelt- und Klimabewegung ja auch zeigt, dass sich ohne öffentlichen Druck überhaupt nichts verändert. Also ich denke, dass ohne die Anti-AKW-Bewegung wäre niemals ein Atomkraftwerk vom Netz gegangen. Ohne die Bewegung gegen Kohlekraft hätten wir noch deutlich mehr Kohlekraftwerke und ohne Fridays for Future würde überhaupt niemand gerade über Klimaschutz diskutieren. Deswegen ist es so wichtig, hier auch wirklich öffentlichen Druck zu machen und die Proteste eben auf die Straße oder in dem Fall auch in den Wald reinzutragen. Und da ist wirklich mein Eindruck, dass da eine Struktur entstanden ist, jetzt über die letzten Monate, wo eine total ja, Aktivistinnen und Aktivisten aus ganz Deutschland zusammengekommen sind, dort Baumhäuser gebaut haben und dort eben ja, versuchen, sich dieser Rodung in den Weg zu stellen. Und ich finde, wenn man so Richtung Hambacher Forst auch schaut, dann glaube ich, lohnt es sich darum zu kämpfen, weil in Zeiten des Klimawandels es natürlich absurd ist, einen wertvollen Mischwald zu zerstören, die Trinkwasserversorgung noch zu gefährden, indem man eben eine Autobahn baut, weil wir wissen, wer Straßen und Autobahnen baut, der erntet am Ende noch mehr Verkehr. Und so wird es eben in der Region auch sein. Und deswegen war es uns wichtig, da ein Zeichen zu setzen, dass wir da solidarisch sind, so wie wir ja auch in der
Protestbewegung gegen den Flughafenausbau am Frankfurter Flughafen schon seit Bestehen der Fraktion aktiv waren. Da gab es ja damals das Waldcamp im Pfälzerbacher Wald. Da hatten wir damals so eine Holzhütte dann aufgestellt und gesagt, das ist unser Wahlkreisbüro, und waren auch bei der Rodung damals vor Ort beim Thema Flughafenausbau, also dort eben auch ganz praktisch Unterstützung zu organisieren. Ah, das ist ja super. Ich habe jetzt einfach gezwitscht zu dir, was passt da? Also ich meine, wir können uns ja auch alle untereinander unterhalten, aber die Frage passte ja ganz gut, was Carola eben aufgeworfen hat. Carolas These ist, es gibt keine Partei, die momentan ein Programm hat, was den Erfordernissen, den Dingen, die eigentlich jetzt notwendig wären in puncto Klimaschutz, gerecht wird. Was würdest du da entgegnen? Und gibt es sowas wie ein grünes Wachstum, oder müssen wir Wachstum und Kapitalismus grundsätzlich in Frage stellen? Ja, ich denke, dass sich ja gerade beim Thema Umwelt- und Klimaschutz zeigt, wie die bestehenden Macht- und Eigentumsverhältnisse in diesem System Fortschritt im Wege stehen. Und ich denke schon, dass man sagen muss, dass das kapitalistische System eines ist, das auf Ausbeutung von menschlicher Arbeitskraft beruht, aber eben auch auf Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und natürlich auf kurzfristigem Wachstum. Aber es ist ja kein qualitatives Wachstum. Es geht ja immer darum, eben höhere Profite zu machen, dass es darauf ausgerichtet ist. Und ich finde, gerade beim Thema Umwelt- und Klimaschutz zeigt sich ja eben, dass man diese bestehenden Strukturen verändern muss. Weil man wird halt, und ich glaube, das ist das Problem auch bei der ganzen Debatte über grünen Kapitalismus, man wird die Strukturen nicht verändern, wenn man nicht bereit ist, zum Beispiel sich mit den Energiekonzernen anzulegen, weil sie natürlich gut daran verdienen, an den bestehenden Strukturen, und große Energiekonzerne eben gar kein Interesse haben an einer dezentralen Energieversorgung aus erneuerbaren Energien, weil die Automobilindustrie ein Machtfaktor natürlich einfach ist, aber zum Beispiel auch die Agrarkonzerne. Und wenn man nicht bereit ist, sich mit diesen mächtigen Strukturen anzulegen und die wirklich ja nicht nur in die Schranken zu weisen, sondern hier eben auch Fragen von Eigentum auch offensiv zu thematisieren, dann glaube ich, wird es das nicht verändern lassen. Und im Moment haben wir ja die Situation, dass gerade auch umwelt- und klimaschädliche Vorgehen ja quasi, also ja, unterstützt und subventioniert wird. Das finde ich ja auch oft das Absurde an der Debatte, dass man die Agrarindustrie subventioniert, wenn man an die EU-Agrarsubventionen denkt, also eine schädliche Art der Landwirtschaft, dass man die Folgekosten für zum Beispiel Kohlekraft oder die Atomkonzerne auf die Allgemeinheit umlegt, dass man die Automobilindustrie subventioniert und dann gleichzeitig den Verbraucherinnen und Verbrauchern erzählt, sie sollen mit mehr Geld, sie sollen mehr Geld für Fleisch ausgeben und kein billiges Fleisch kaufen, obwohl dieses Fleisch ja nur deshalb so billig ist, weil es eben mit Milliarden aus Steuermitteln überhaupt subventioniert wurde. Das heißt also, man subventioniert eine schädliche Art des Wirtschaftens und erzählt dann den Konsumentinnen und Konsumenten, sie seien dafür verantwortlich, statt eben wirklich in die Produktion einzugreifen, weil das Fleisch vom Biohof nebenan so viel teurer ist als Fleisch, das quer durch die ganze Welt transportiert wurde, hat ja was mit, ja, mit Strukturen, mit Marktstrukturen, auch mit Subventionen eben zu tun. Und deswegen finde ich, muss man da eingreifen in die Produktionsbedingungen. Und das, glaube ich, geht nur mit einem ja, auch mit einem antikapitalistischen Profil. Und deswegen finde ich auch den Slogan, also System Change, not Climate Change, so wichtig. Ja, und das Ganze natürlich auch zu verbinden eben mit der Frage nach sozialer Gerechtigkeit. Wir hatten ja jetzt gerade die Studie, die nochmal gezeigt hat, wer eben vor allem verantwortlich ist oder in besonderem Maß dafür verantwortlich ist für die CO2-Emissionen, und dort eben anzusetzen und zu sagen, was wir brauchen, ist ein ja, sozial-ökologischen Systemwechsel. Mhm. Um es konkret zu machen, eine Frage, die mich da umtreibt, also wirklich umtreibt, ist, dass wir eigentlich wenn wir reden, dann auch, wie wir es umsetzen, zwei gegenläufige Entwicklungen haben. Zum einen sehen wir ein Bündnis von Klimabewegung und Gewerkschaften im Bereich, wenn es um den Streik geht beim öffentlichen Personennahverkehr, also um die sogenannten Klimaheldinnen sozusagen. Was ich eine fantastische Entwicklung finde, wo wirklich Fridays for Future und Verdi ganz konkret auch zusammenarbeiten und sich da auch verständigt haben. Auf der anderen Seite hatten wir die Diskussion um das Konjunkturpaket, und da haben wir etwas anderes erlebt. Da haben wir ein Bündnis gehabt aus Autokonzernen, aus der IG Metall und den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg,
Niedersachsen, glaube ich, und Bayern, die sich für eine Abwrackprämie für Verbrenner stark gemacht haben, weil sie gesagt haben, die Halden sind halt voll und die Verbrenner müssen vom Hof sozusagen. Also wir sehen einerseits ein Zusammengehen, was wichtig ist. Zum anderen sieht man aber auch, es kann auch eine Situation entstehen, wo scheinbar zumindest, also ich würde dazu sagen, scheinbar ein Gegensatz entsteht zwischen den Interessen von Gewerkschaften und Arbeitnehmerinnen und dem Interessen der Klimabewegung. Wie kommen wir da raus aus dieser Gegensätzlichkeit? Also vielleicht antworte ich, oder ich weiß nicht, ob Carola zuerst einen Moment. Ich finde, wir müssen die Frage, also natürlich müssen wir um die Arbeitsplätze kämpfen. Und ich finde, die Arbeitsplätze zu retten, kann aber nicht heißen, eine nicht zukunftsfähige oder nicht zukunftsfähige Technologien zu zementieren, ne? Und eben zu sagen, wir machen jetzt wieder eine Abwrackprämie oder wir machen jetzt wieder Prämie für Verbrennungsmotoren. Also das wird ja auch auf Dauer diese Arbeitsplätze überhaupt nicht schützen. Und mein Eindruck ist, ich war gerade in den letzten 2 Wochen unterwegs in zwei Zulieferbetrieben der Automobilindustrie, also Conti und Norma, die jetzt, wo Standorte geschlossen werden sollen, wo die Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Und mein Eindruck ist schon, dass viele Beschäftigte ja wissen, dass natürlich es angesichts von Klimawandel, angesichts von Schadstoffen in den Städten, dass es natürlich diese Form der Automobilindustrie nicht zukunftsfähig ist. Und viele auch fordern, dass es da eine staatliche Konversionsprogramme geben muss, dass es da staatliche Mitspracherechte geben muss. Und das Problem ist doch gerade, dass in dieser Corona-Krise genau das auch verpasst wurde. Also Stichwort Lufthansa zum Beispiel, wo man 9 Milliarden gegeben hat, um die Lufthansa zu retten und jetzt aber darauf verzichtet hat, Arbeitsplatzgarantien einzufordern, aber vor allem eben auch auf politische Einflussmöglichkeiten verzichtet hat. Und das wäre ja gerade eine Möglichkeit gewesen, zu sagen, man baut den Lufthansa-Konzern um, indem es eben keine Kurzstreckenflüge zum Beispiel mehr gibt, ja, und indem man das zu einem anderen, einem umweltfreundlicheren Konzern macht, soweit das im Bereich der Luftfahrtindustrie möglich ist. Also von daher finde ich, dass man das nicht gegeneinander diskutieren sollte, sondern ich finde, gerade wenn man sich auch den Strukturwandel anschaut im Ruhrgebiet zum Beispiel, also den Ausstieg aus der Kohle, da hat man ja gesehen, dass Arbeitsplätze, die nicht zukunftsfähig sind, entweder weil die Ressourcen zu knapp sind oder weil es eben umwelt- und klimapolitisch nicht verantwortlich ist, dass man da einen Strukturwandel auch politisch organisieren und flankieren muss. Und deswegen finde ich, ist es kein Widerspruch, um die Arbeitsplätze zu kämpfen und solidarisch zu sein mit den Kolleginnen und Kollegen der IG Metall, aber gleichzeitig zu sagen, sich an einen Verbrennungsmotor zum Beispiel zu ketten, der einfach nicht zukunftsfähig ist, das schützt auf Dauer keine Arbeitsplätze. Das löst nicht das Problem, sondern das vertagt das Problem höchstens um ein paar Jahre, aber erhöht eben die klimapolitischen und umweltschädlichen Folgen, die das Ganze hat. Ich habe mir gerade so ein Glue-on vorgestellt an einen Verbrennungsmotor, Carola, weil das wäre dann das Spiegelbildliche dazu. Aber um ernsthaft zu sein, also ich habe das auch gemacht, bin auch in die Kohleregion, habe auch mit Kolleginnen da geredet, mit Kohlekumpeln da geredet. Und das ist natürlich schwer, da zu argumentieren, weil die Transformation ist noch nicht unmittelbar sichtbar. Was habt ihr da im Bereich sozusagen, ja, jetzt komme ich doch wieder auf Klimabewegung, aber was ist aus deiner Sicht da notwendig, um tatsächlich dieses Bündnis auch herzustellen mit denjenigen, die natürlich als erstes betroffen sind von solchen Maßnahmen? Und wie kann man dann eine Transformation auch vorantreiben und verständlich machen auch? Ich glaube, da fehlt teilweise sehr viel Diskussion. Zum Beispiel, um diese Fragen der sozialen Gerechtigkeit zu erklären und eben zu zeigen, wie man diese Dinge beide, also wie man Klimaschutz auf der einen Seite machen kann und auch die soziale Ungerechtigkeit verringern kann. Und ich glaube, im öffentlichen Diskurs findet das eben nicht so viel statt. Also da werden einfach, wenn man von Klimaschutzmaßnahmen spricht, glaube ich, denken sehr, sehr viele Menschen direkt daran, dass sie vielleicht mehr Steuern zahlen müssen oder dass es für sie irgendwelche Nachteile hat.
dass es mit Einschränkungen was zu tun hat. Und sie denken weniger an positive Effekte, die das vielleicht haben könnte, sagen wir mal, saubere Städte oder Zugang zu, was weiß ich, kostenlosem öffentlichen Personenverkehr oder sonst irgendwas, was man ja organisieren könnte, nicht? Und da, glaube ich, müsste auch die Klimabewegung vielmehr sehen, wie sie diese Themen der sozialen Gerechtigkeit verbinden kann, weil es wird häufig ja nur ja, so technisch darüber geredet, welche Bepreisung jetzt irgendwas haben muss oder wie viel Grad irgendwo und wie viel Zeit noch und so weiter, aber weniger, was das sozial heißt und wirklich, was das mit anderen Themen zu tun hat, die eben die Menschen jetzt schon interessieren, wie eben soziale Gerechtigkeit. Und ich komme jetzt wieder halt auf dieses schreckliche Wirtschaftswachstumsding zurück, wo auch jetzt ja mit Corona immer wieder gesagt wird, ja, wir müssen das Wachstum wieder ankurbeln und so weiter. Auch da, denke ich, müssen wir den Leuten einfach immer noch mal mehr bewusst machen, dass ja, auch in den Jahren, wo es die ganze Zeit Wachstum gab, ist es ja nicht gleichmäßig verteilt in die Taschen der Bevölkerung irgendwie gegangen, sondern war extrem ungerecht. Und da brauchen wir eben ja, einfach eine ganz systematische Veränderung, was mit dem Geld, das irgendwo erwirtschaftet wird, passiert. Und ich sehe aber sehr viel Bedarf, dass die Klimabewegung da Diskussionen führt und sich praktisch mit den Leuten vernetzt und denen auch zuhört und schaut, was für die eigentlich aktuell gerade die Probleme sind und wie das zusammenkommt. Also ich nehme teilweise die Klimabewegung immer noch als sehr getrennt von anderen sozialen Problemen wahr, was man ja auch, wenn man das so im internationalen Rahmen sieht, ist es ja ganz häufig auch so, dass sowohl Klimaschutz als auch Naturschutz so als Probleme der Mittelklasse oder ein bisschen so Probleme der Elite angesehen werden, so nach dem Motto, die Leute, die sonst keine anderen Probleme haben, wie jetzt wirklich Armut oder Gesundheit und so weiter, die haben Zeit, sich um so Themen wie halt Klima und Retten der Panda-Bären zu kümmern. Das hat aber nichts mit, weißt du, den Problemen der richtigen Leute zu tun. Und ich glaube, diese immer noch so gedankliche Spaltung, die da teilweise besteht, dass es so das Hobby der Mittelklasse wäre, wo halt die, ja, ich sag mal, so wird das ja auch von der AfD immer dargestellt, so, ach, die reichen Kiddies haben jetzt eh nichts anderes zu tun, als jetzt sich irgendwie für Klimaschutz einzusetzen. Ich glaube, da müsste man wirklich viel, viel, viel mehr Gespräche führen und schauen, wie man das verbinden kann, wie man das klar machen kann, dass soziale Gerechtigkeit mit Klimaschutz sehr gut auch zusammengehen kann. Dass es nicht konträr sein muss. Also genau das ist eigentlich auch mein Eindruck. Also wenn ich Frau Merkel höre im Deutschen Bundestag, dann redet sie immer eigentlich nur über die Lasten des Klimaschutzes und dass wir die Lasten gerecht verteilen müssen. Die FDP kommt dann vielleicht noch bis zu, wir brauchen technische Lösungen und keine Gesetze oder so. Und ich glaube, eine Aufgabe der Linken, Janine, wäre aus meiner Sicht eigentlich auch viel konkreter, dieses Bild der solidarischen Gesellschaft zu zeichnen und aufzuzeigen, wie es konkret halt gehen sollte. Und dass so eine solidarische und klimagerechte Gesellschaft eigentlich auch was Erstrebenswertes ist, auch im Vergleich zu heute. Oder welche Ideen hast du da, um das konkreter zu machen als Linke? Ja, finde ich auch. Also ich meine, zum einen ist es ja auch ganz offensichtlich auch eine soziale Frage, weil ich meine, die Menschen, die an den lautesten Straßen mit den meisten Schadstoffen wohnen, sind in der Regel die Menschen, die sich eben das Einfamilienhäuschen im Grünen nicht leisten können. Das heißt, also jetzt ist es ja schon so, dass eben dass die Belastung auch eine Frage ist vom sozialen Status. Und das gilt natürlich global noch sehr, sehr viel stärker. Ja? Oder ich meine, bei uns in Hessen, die Menschen, die in der Einflugschneise auf einmal gewohnt haben, weil der Flughafen ausgebaut werden konnte, die sich es leisten konnten, konnten natürlich eher, ja, für die war das natürlich auch eine Belastung, aber die konnten natürlich eher, haben sie die Möglichkeit, woanders hinzuziehen, als Menschen, die sich das eben nicht leisten können. Also von daher kann man, glaube ich, auch heute schon sagen, dass natürlich die
Ärmeren besonders betroffen sind. Und dass eben dieser ganze Unsinn von, wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es uns allen gut, eben überhaupt nicht stimmt. Ja? Also dass es eben nicht so ist, dass wenn die Wirtschaft irgendwie hohe Wachstumszahlen verzeichnet, dass das dann irgendwie alles so unten dann in Anführungsstrichen auch ankommt in Form von Lohnerhöhung oder Erhöhung der Lebensqualität. Und ich finde auch, dass wir an vielen Stellen, gerade wenn wir über lebenswerte Städte reden, eigentlich eher auch über die Chancen und die Möglichkeiten reden müssen. Also eben auch eine Vision zu entwickeln und zu sagen, freie Fahrt für freie Bürger. Also ich meine, das wünschen wir uns im ÖPNV, ja, also in Form von Nulltarif, aber nicht freie Fahrt für freie Bürger im Sinne dessen, dass man die Welt durch die Windschutzscheibe wahrnimmt und möglichst ohne Tempolimit aufs Gas drücken kann. Dass es eine Lebensqualitätssteigerung natürlich wäre, wenn man viel mehr Platz in den Städten hätte, weil die viele Parkplätze wegfallen, weil man die Parkhäuser nicht mehr bräuchte und eben viel mehr Platz für Grünflächen, für sinnvolle Einrichtungen, für schöne Aufenthaltsräume eben auch nutzen könnte. Also das eben auch als eine Form von Lebensgewinn. Und ich meine, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Mobilität und Verkehr. Ich meine, die Menschen, die jeden Tag irgendwie auf der A5 im Stau stehen und als Pendler eine Stunde brauchen, bis sie in die Frankfurter Innenstadt kommen, die denken sich ja nicht, yippie, ich bin mobil, sondern sie ärgern sich darüber, dass sie jeden Tag im Stau stehen und dass sie auch ein unglaublicher Verbrauch von Lebenszeit, von Energie, von Nerven ist. Und deswegen finde ich auch, dass wir da eine positive Vision brauchen, wie Gesellschaft ganz anders funktionieren würde. Und wie eben gerade ja Städte viel besser funktionieren könnten, wenn man eben Raum hat für Fußgängerinnen und Fußgänger, für Radfahrer und eben nicht alles vollgeparkt ist und damit ja auch eine Qualität in die Städte kommen könnte. Und ich finde auch bei dem Argument, auch der Kampf um die Arbeitsplätze, ich finde schon, dass man auch deutlich machen muss, dass der Ausstieg aus der Kohle und die Verkehrswende ja nicht bedeutet, dass wir keine Industrie mehr haben werden und dass wir keine Industrie mehr brauchen, sondern ganz im Gegenteil. Also wenn man eine Verkehrswende wirklich durchsetzen möchte und wenn man in Deutschland, ich sage jetzt mal, zum Bahnland machen möchte, ja, wo wirklich eben nicht die Dörfer abgeschnitten sind und die Leute halt ohne Auto überhaupt nicht sich da fortbewegen können, wenn man Deutschland wirklich zu einem Bahnland macht, wenn man die Energie wählen würde, dann wäre das ja ein riesiges Industrieprogramm auch, muss man ja auch sehen. Ne? Also dass in dem Bereich Windenergie, Solarthermie, dass es ja jede Menge also Bereiche gibt, wo wir natürlich einen totalen Ausbau bräuchten, eben vor allem auch im Bereich des ÖPNV. Und das ist ja bei der ganzen Thema Windräder, und es ist ja eben mal so ein bisschen absurd, weil wir regelmäßig Debatten hier im Landtag haben, wo sich die FDP oder auch die AfD dann als Waldschützer aufspielen, ja, im Kampf gegen jedes Windrad, was natürlich, wenn es um Autobahnbauten geht oder um Kohle, da natürlich überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also von daher glaube ich auch, dass wir da eine positive Vision brauchen und auch deutlich machen müssen, es geht nicht einfach nur darum, dass wir alle verzichten müssen, ja, weil gerade in dieser Gesellschaft sehr viele Menschen sowieso verzichten, sondern es geht auch darum, einen Gewinn an Lebensqualität zu haben und dass es für viele Menschen eben wirklich auch eben eine Verbesserung bedeuten würde, wenn man Städte so organisiert, dass sie eben im Sinne der Menschen, im Sinne der Umwelt, im Sinne des Klimas organisiert werden. Carola, eine Frage an dich direkt, die kommt von Bruno Kern. Da habe ich mich auch schon am letzten Wochenende mit ihm drüber gestritten, über diese Frage. Bruno kennst du ja vielleicht, der hat ja auch viel zum Thema gemacht. Und zwar fragt Bruno, müsste man nicht ehrlicherweise neben dem Kapitalismus unsere Industriegesellschaft zur Disposition stellen, weil Erneuerbare nicht genug Energie für unsere Industrie zur Verfügung stellen? Das heißt, müssen wir unsere Industrie zurückbauen? Ist das die Lösung? Also das ist, glaube ich, eine ganz kritische Frage. Es gibt ja so Wissenschaftlerinnen, die ausgerechnet haben, dass sich so der Energiekonsum, den wir jetzt in Europa, also in, sagen wir mal in Deutschland, im Schnitt haben, ungefähr auf 10% von dem, was wir jetzt gerade verbrauchen, verringern müsste, damit wir dann so ein globales Budget erreichen würden, wo eben jeder, also alle Leute gleich viel haben. So, und dann hat man sich angeschaut, dass halt selbst die sozusagen besten Ökodörfer, die es irgendwie gibt, zum Beispiel in Schottland gibt es so ein Ökodorf, das heißt Findhorn, das gibt es schon richtig, richtig lange und die haben es auch viel versucht. Die haben, glaube ich, nach Dekaden das erst geschafft, dass sie jetzt so langsam daran kommen, dass die ungefähr
10% der Energie von dem verbrauchen, was jetzt halt so der durchschnittliche Haushalt in Großbritannien irgendwie verbraucht. Das heißt, nur 10% zu verbrauchen ist richtig, richtig, richtig schwer. Ich bin jetzt natürlich auch keine Expertin für, ob das komplett gehen wird. Aber ja, es heißt in gewisser Weise, dass wir richtig viel verändern müssen. Ich weiß nicht, ob es unbedingt eine Einschränkung ist. Aber wenn man sich jetzt natürlich vorstellt, dass ja, wir irgendwie auf 10% dessen kommen müssten, was wir nutzen, damit global alles gerecht verteilt ist, dann ist das natürlich eine massive, massive Veränderung. Ne? Und das Also, ist jetzt einfach ja. nur, um halt wirklich in den ja, Kohlenstoffbudgets sozusagen zu bleiben, dass wir 1,5 Grad theoretisch zumindest mit einer gewissen Chance noch erreichen könnten. Na, also ich glaube, wir dürfen nicht vergessen zu sagen, wie radikal eigentlich die gesellschaftliche Veränderung sein muss. Aber wen es interessiert, kann auch noch mal reinschauen, wie Findhorn das dann irgendwie gemacht hat, weil die haben es ja tatsächlich geschafft, ziemlich nah daran zu kommen. Und ja, das war aber eine große Umstellung. Es war auch schwierig für die. Also meine Antwort wäre ein bisschen gerade so, wir in Deutschland haben eine verdammte Pflicht, das zu schaffen, weil wir eben auch der, ich glaube, historisch gesehen, viert- oder fünftgrößte Verschmutzer sind an CO2-Emissionen. Und das bedeutet schon, dass wir eine Umstellung brauchen. Nur das Problem ist ja, es entsteht hier nichts. Nicht nichts aus etwas, sondern um Windräder zu produzieren, um Eisenbahnen zu produzieren und Ähnlichem, brauchen wir auch einen Energieeinsatz sozusagen. Und Deutschland quasi zu deindustrialisieren, kann eigentlich nicht die Antwort sein, sondern es müsste eine Umstrukturierung stattfinden und natürlich auch ein nachhaltiges Wirtschaften, das heißt Kreislaufwirtschaft, Recycling und ähnliche Sachen. Das sind, glaube ich, aus meiner Sicht schon Antworten, wo man auch auf mehr Effizienz dann hinaus kann. Auch dass wir rauskommen aus der Wegwerfgesellschaft beispielsweise und zum nachhaltigen Konsum auch sozusagen kommen. Aber Janine, aus deiner Sicht, Deindustrialisierung in Deutschland, ist das die Antwort oder wie kann das gehen? Nein, ich denke, gerade wenn wir über sowas wie Verkehrswende sprechen, dann bedeutet das ja auch, dass wir Industrie brauchen, natürlich. Also, und dass wir, also natürlich müssen wir, wenn wir die Energiewende durchsetzen wollen, also dann ist das ja kein Abschied von der Industrie, sondern ich finde, die Frage ist, auf welche Art und Weise findet Industrieproduktion statt in Deutschland. Ja? Und ich finde, da müssen wir über die Frage reden, wie kriegt man das so umwelt- und klimafreundlich hin? Und da ist natürlich alles das, was wir jetzt aktuell diskutieren, auch so von wegen grüner Transformation des Kapitalismus natürlich, also es geht ja nicht nur weit genug, sondern es zementiert an vielen Stellen einfach eine falsche Produktion. Ja? Also die ganze Debatte, das hatte ich jetzt im Chat auch gesehen, die ganze Frage um Elektromobilität. Also Elektromobilität ist total gut und sinnvoll, wenn wir es im Bereich des ÖPNV diskutieren. Wenn wir aber beim motorisierten Individualverkehr einfach den Verbrennungsmotor austauschen, dann ist das natürlich überhaupt kein Fortschritt, weil erstens der Auspuff des Elektroautos nun mal der Schornstein des Kohlekraftwerks ist, solange der Energiemix so ist, wie er jetzt ist. Und die ganze Frage von Flächenverbrauch, und die ganze Frage von eben Ineffizienz von Ressourcen ja sich weiterhin stellt. Deswegen, und im Praktischen ist es ja auch so, dass gerade die großen Automobilhersteller die Frage, also die Elektroautos ja auch eher zu Greenwashing nutzen, indem sie halt sagen, wenn wir da ein paar mehr bauen, dann können wir an einer anderen Stelle auch ein paar mehr bauen. Also von daher finde ich, müssen wir diskutieren, wie wir. Und da gibt es ja auch gute Ansätze, wie man eben Industrie nachhaltig ausrichten kann und eben im Bereich der Energiewende und im Bereich der Verkehrswende vorankommen kann. Also bei E-Mobilität würde ich dir vielleicht ein kleines Stück widersprechen, weil ich glaube, also wir brauchen eine Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs, ganz klar, aber wir werden schon eine Übergangszeit haben,
wo wir damit umgehen müssen, dass es auch noch Gebiete in Deutschland gibt, die eben nicht durch Bus und Bahn zu erreichen sind. Das ist ein massives Problem, mit dem wir konfrontiert sind. Natürlich. Die Schweiz hat 1987 angefangen, ich mache ganz kurz zu Ende, 1987 damit angefangen, wirklich alle Dörfer über 100 Einwohner anzuschließen an den Schweiz-Takt. Das war ja eine Herkules-Aufgabe und da steht Deutschland noch eine ganze Menge bevor. Und für eine Übergangszeit werden wir in gewisser Weise schon eine motorisierte Individualverkehr brauchen. Und da ist eben Elektromobilität schon eben ein Stück weit von der Bilanz besser, wenn man sich alle aktuellen Studien dann anschaut. Natürlich brauchen wir diese Übergangszeit. Ich glaube, man kann den Menschen, die jetzt im ländlichen Raum sind und wo einmal am Tag ein Bus fährt, jetzt nicht erzählen, dass sie auf ihr Auto verzichten können. Also ich glaube, für eine Übergangszeit ist es eine Möglichkeit, eben zu sagen, ja, ihr kommt mit eurem Auto aus eurem Ort nicht weg, aber ihr müsst mit dem Auto nicht bis in die Innenstädte fahren, weil ihr könnt die Autos wenigstens am Rand der Innenstadt abstellen, weil ihr dann mit einem Nulltarif eben in die Innenstädte pendeln könnt, aber dass sich Menschen nicht ein Auto leisten und noch zusätzlich eine Monatskarte, ist natürlich auch klar. Und natürlich brauchen wir das für eine Übergangszeit. Ich wollte damit nur deutlich machen, dass das Allheilmittel eben nicht ist, wir behalten den motorisierten Individualverkehr so bei, wie er jetzt ist, und ersetzen die Antriebsart. Das ist, ich finde auch, wenn wir über das Thema autofreie Innenstädte reden, also autofreie Innenstädte heißt ja auch nicht, dass da nie wieder ein Auto fährt, sondern natürlich gibt es Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind. Ja, es gibt den mobilen Pflegedienst, es gibt den Fliesenleger, den Handwerker. Ja, also es wird ja auch Taxis in der Form geben müssen, die einfach Menschen, die auch nicht lange Strecken zu Fuß oder anderweitig zurücklegen können, transportieren. Also von daher, ja, natürlich brauchen wir eine Übergangszeit, da kann Elektromobilität eine Rolle spielen, aber es ist eben so, wie es derzeit gemacht wird, nämlich dass man die E-Autos mal ins Schaufenster stellt, aber daneben dran eben die immer höher motorisierten SUVs, die bei den Zulassungszahlen immer weiter steigen, aber ich glaube, da sind wir auch einig daran. Darf ich da mal kurz etwas sagen? Ja, natürlich, genau das wollte ich fragen. Genau, also ich fand es sehr interessant. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen nochmal einen Bericht gelesen über das Lithium, was diese Gigatesla-Fabrik in Brandenburg denn gerne verbrauchen möchte. Und zwar hat Elon Musk da irgendwie gesagt, er hätte natürlich gerne irgendwie so umweltfreundlich gefördertes Lithium. Das Problem ist, das gibt es eigentlich nirgends. Und deswegen hat er einen Vertrag abgeschlossen, halt in Russland mit Norilsk, was eins der verschmutztesten Gebiete von ganz Russland ist. Es ist wirklich, hat also katastrophale Umweltschäden von der ganzen Nickelproduktion, die es da eben schon gibt. So, und da haben jetzt Anfang des Monats die, lokalen Bewegungen ihm einen Brief geschrieben, um ihm zu sagen, schön, dass du hier irgendwas kaufen willst, aber es muss auch irgendwie sauber hergestellt sein und hier unter Garantie nicht, weil wir haben eben seit Dekaden Erfahrungen dafür, dass halt diese Betriebe hier wirklich alles verschmutzen, die Flüsse, die Luft, die Lebensqualität. Also es ist wirklich, ich glaube, eine der fünf verschmutzesten Städte in Russland. Das ist ganz katastrophal. Und natürlich hat Elon Musk auf diesen Brief nicht geantwortet. Da fände ich es halt sehr interessant, dass zum einen wir hier in Deutschland halt auch die erneuerbaren Energien halt nicht irgendwie als Heilsbringer darstellen, sondern eben auch diskutieren, dass die auch extreme Umweltschäden einfach hervorrufen und dass wir die auch irgendwie kontrollieren müssen. Also dass, wenn ein Betrieb jetzt hier in Deutschland sich niederlässt, dass wir irgendeine Möglichkeit finden, auch effektiv zu kontrollieren, dass die unter bestimmten Umweltstandards auch in anderen Ländern produzieren. Und das ist ja natürlich ein Riesenproblem, das umzusetzen, da kämpft man ja auch schon lange. Aber es kann halt auch einfach echt nicht sein, dass unser Wohlstand, den wir hier haben und unsere tollen Elektroautos, die es dann sicher hier irgendwann mal geben wird, einfach darauf basieren, dass einfach die Städte dieser Menschen extrem verschmutzt bleiben. Also dass einfach alles so weitergeht wie mit den fossilen Energieträgern, nur eben mit den Erneuerbaren. Das kann halt auch wirklich nicht die Lösung sein. Und da ist wieder die Frage halt vom Systemwandel.
Ja, also gebe ich dir vollkommen recht. Wenn ich Herrn Altmaier im Wirtschaftsausschuss gegenüber sitze, ich habe ihn neulich dann gefragt, wie stellen Sie sich denn das vor mit der Energiewende? Müssen wir dann den Ressourcenverbrauch reduzieren oder so? Und er hat gesagt, nein, er stellt sich schon vor, dass man das heutige Energieregime eins zu eins überträgt auf die klimaneutrale Zeit sozusagen. Das heißt, wir importieren irgendwie 70 bis 80% aus anderen Ländern. Und da haben wir natürlich so ein Regime des Neokolonialismus, würde ich sagen. Und unsere Antwort muss natürlich sein, wir brauchen Lieferkettengesetz, wir brauchen konsequentes Recycling, wir müssen die Umwelt und Arbeitsbedingungen kontrollieren. Aber und das ist eben das Problem, wo wir wieder beim Thema Kapitalismus sind, was du ja genau richtig angesprochen hast. Nur es wird halt häufig als Argument genutzt, damit gar nichts passiert. Und das ist das große Problem. Es wird dann als Argument genutzt, um zu sagen, guck mal, das ist doch genau so dreckig. Und dann können wir unseren Verbrenner weiterfahren. Dann können wir Kohle weiter aus dem Boden holen. Und es darf eben nicht dazu führen, weil wir haben auch in der Vergangenheit erlebt, dass eben unser Reichtum auf der Ausbeutung von Ressourcen beruht. Und wir müssen, glaube ich, beides hinbekommen. Wir müssen den Ressourcenverbrauch reduzieren, wir müssen Energieverbrauch reduzieren und wir müssen dafür sorgen, dass das nicht auf Kosten der globalen Ausbeute und der Länder des globalen Südens sozusagen geht. Janine, du wolltest sowas noch ergänzen oder? Nee. Aber dann kann ich dich gleich mal fragen und dann kann ich die Frage auch Carola noch mal stellen. Janine, das kam jetzt gerade aus dem Chat. Ich weiß gerade nicht, von Pini. Der Nutzer heißt Pini und hat die Frage gestellt, wenn du vom Systemwechsel redest, was meinst du denn damit genau? Meinst du Sozialismus? Ich meine Sozialismus damit, wobei ich finde wichtig, dass man dieses Wort eben auch mit Inhalt füllt. Also Sozialismus bedeutet für mich eine demokratische Gesellschaft ohne ökonomische Ausbeutung, ohne politische Unterdrückung. Das ist so vielleicht eine ganz kurze Form für mich, wie ich mir Sozialismus vorstelle und wünsche, ja. Okay, das war kurz und knapp. Carola, willst du auch was dazu sagen? Was genau heißt Systemwandel und was machen wir mit dem Kapitalismus? Gibt es einen danach? Naja, es gibt ja heute schon extrem viele Vorschläge für Postwachstumsökonomie und wie solche Gesellschaften aussehen können. Also jetzt wirklich angefangen von hier Kate Revers und ihrem Donut Economic Model. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland so viel durchgedrungen ist. Nein, okay, in Großbritannien ist es sehr bekannt. Also das ist eine Wirtschaftsökonomin, die lange bei Oxfam gearbeitet hat und so ein Modell visuell sehr schön gemacht hat, wo sie eben das physikalische Modell der planetaren Grenzen nimmt, die wir eben nicht überschreiten dürfen. Das praktisch ist so ein äußerer Ring und dann spricht sie von der sozialen Basis, die eben ja die Gesellschaft immer erreichen müsste. Also das heißt jetzt einfach so Versorgung mit Lebensmitteln, mit Zugang zu zu Gesundheitssystemen, Sicherheit, Ökosysteme sind intakt und so weiter und so weiter. Und das heißt, wir müssen praktisch dieses Minimum erreichen. Das ist der innere Ring, wo alle von allem irgendwie genug haben, dürfen aber die planetaren Grenzen als äußeren Ring praktisch dazu nicht überschreiten. Und daraus ergibt sich dann durch diesen Doppelring so eine Art Donut. Und was in diesem Donut ist, das nennt sie dann the Safe and Just Space for Humanity. Also irgendwie so, ja, die sichere und gerechte Sphäre, wo die menschliche Gesellschaft global sich eben irgendwie aufhalten sollte. Und das ist so ein Ansatz, der es eigentlich visuell ganz möglich macht, irgendwie zu erklären, wo man hin will, ne? Also einfach dahin, dass die Bedürfnisse der Menschen gedeckt sind, vollkommen unabhängig, was jetzt wieder mit diesem Wirtschaftswachstum ist. Auf der anderen Seite finde ich es wichtig, dass man sagt, wofür man ist und dass man vielleicht auch diesen Begriff Sozialismus wieder verwendet.
viele scheuen sich, ich glaube, viele, gerade auch junge Aktivisten, die scheuen sich davor, weil man natürlich immer damit konfrontiert wird, dass irgendjemand glaubt, man wolle jetzt Stalin aus dem Grab wieder erwecken. Und da muss ich natürlich auch nochmal sagen, dass auch das Sowjetsystem, so wie es war, hat ja auch alle Ressourcen ausgebeutet und auch war auch wachstumsbasiert, ganz klar. Und deswegen spreche ich immer relativ häufig von wachstumsbasierten Wirtschaftssystemen, um so klar zu machen, dass es natürlich zur Sowjetzeit auch so war. Da wurde auch gedacht, ach, es gibt Natur genug und es gibt Ressourcen genug und wir können alles benutzen und schmeißen unseren Müll egal wohin. Interessant sind natürlich diese ganzen Ansätze des Ökosozialismus. Und das wurde auch übrigens sehr heiß diskutiert, jetzt am Sozialgipfel sozusagen der Bewegung in Südamerika, in Santiago de Chile. Als eben der Klimagipfel nach Madrid verlegt wurde, hat der Gipfel der sozialen Bewegungen trotzdem in Santiago stattgefunden. Und ich war auch da, weil ich sowieso halt zwei Arbeitsverträge für die Antarktis hinterher hatte, bin also ein bisschen früher halt hin und habe mir das auch angehört. Und es war wirklich ganz, ganz viel Diskussion darüber, wie Ökosozialismus aussehen würde. Also soziale Gerechtigkeit, aber eben gekoppelt mit dem Fakt, dass es physikale Grenzen auf diesem Planeten gibt und dass es unglaublich wichtig ist, dass wir die Ökosysteme und die Biosphäre erhalten und dass alles miteinander gekoppelt ist. Aber ich glaube, in Deutschland fehlt das so in der öffentlichen Debatte auf jeden Fall noch, dass man irgendwie definiert, was wäre so ein Ökosozialismus heute, wie würde der aussehen und dass man auch den, also dass man eine ernsthafte Debatte darüber haben kann und dieses Wort überhaupt nutzt, weil da gehen halt normalerweise bei den Leuten emotional schon immer so alle Alarmlichter an. Ja, ich glaube, gerade diese Debatte über Ökosozialismus ist da eine ganz spannende. Das heißt, wie sieht auch diese Energiewende aus, Janine? Also wenn ich jetzt auf Twitter bin, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich bekomme immer, wenn ich irgendwie über Hambacher Forst oder so Twitter oder über Energiewende, bekomme ich dann einen bezahlten Post von RWE reingespielt, wo sie mir erzählen, sie wollen binnen einer Generation klimaneutral sein und sie bauen entschieden jetzt die erneuerbaren Energien aus. Und da passt die Frage eines Nutzers hier ganz gut, Janine. Wie soll es denn aussehen? Sollen die Konzerne das machen oder brauchen wir eine Energiewende, wo auch die Beschäftigten zum Beispiel darüber mitbestimmen? Wem gehört die Energie? Ja, also ich finde, dass gerade, wenn wir die Energiewende reden, also das Wesen der erneuerbaren Energien ist ja, dass sie am sinnvollsten dezentral ausgebaut werden. Das heißt also, dass wir keine zentralistischen Großkraftwerke haben. Ich meine, gut, solche Versuche gab es auch, ja, aber der große Vorteil in erneuerbaren Energien ist, dass sie ja wirklich dezentral und vor Ort gewonnen werden können. Und deswegen ermöglichen sie ja auch die Möglichkeit, ermöglichen sie ja auch den Umbau der Energiewirtschaft. Also dezentral, viel kleinteiliger mit Stadtwerken vor Ort oder Genossenschaften vor Ort. Und ich fand, das hat der leider viel zu früh verstorbene Hermann Scheer immer so schön auch deutlich gemacht, der gesagt hat, Energiewende ist nicht einfach nur eine Änderung der Primärenergiequelle, sondern er gesagt hat, dass es eigentlich darum geht, eben auch einen kompletten Umbau der Energiewirtschaft hinzubekommen. Also eine Demokratisierung, dass eben sowohl die Menschen, die in dem Bereich arbeiten, aber eben auch die Verbraucherinnen und Verbraucher vor Ort mitentscheiden können. Und das finde ich, ist das Wesen, dass, wenn wir über Energiewende reden, sollten wir nie nur darüber reden, dass wir jetzt Kohle und Atom durch Wind und Sonne ersetzen, sondern immer auch über diesen Umbau von Energiewirtschaft sprechen. Da gab es ja auch in den letzten Jahren, das ist sicher noch, also das ist nicht Sozialismus, aber es gab ja in den letzten Jahren auch die eine oder andere Kommune, die sich zum Beispiel erst die Netze zurückgeholt hat, aber die auch wieder Stadtwerke rekommunalisiert haben, die zum Teil dann eben auch selber in die Energieproduktion wieder eingetreten sind. Und das finde ich, ist für mich, macht für mich so das Wesen der Energiewende aus. Also es eben nicht zu verkürzen auf eine andere Energiequelle, sondern eben wirklich den Umbau der Energiewirtschaft auch voranzutreiben. Ist eine Frage noch, die,
die passt eigentlich auf euch beide, und zwar die Frage nach Krieg und Frieden. Carola, wir haben ja eben auch eingangs über die Frage von Migration gesprochen. Und letztlich, also hier gerade bei uns in Schleswig-Holstein, wo ich gerade sitze in Kiel, Schleswig-Holstein war im ersten Halbjahr 2020 das Bundesland mit den meisten Waffenexporten aus Deutschland. Und auch das heizt ja die Kriege an. Meinst du, dass so ein gelungener Klimaschutz, eine gelungene Energiewende und ein geringerer Ressourcenverbrauch, das ist ja fast schon eine Frage, die sich selbst beantwortet, aber ob das zu mehr Frieden auf der Welt beiträgt? Naja, es wird ja mal gesagt, dass das größte also das Unternehmen mit dem größten Einzelenergieverbrauch das US-Militär ist, ne? Daraus leitet sich die Antwort auf diese Frage ja natürlich schon ab. Also wenn wir schauen, welche Industrien brauchen wir nicht, wo können wir denn Energie sparen bei irgendwas, was wir eigentlich gar nicht produzieren müssen, dann sind Waffen natürlich irgendwo ganz vorne mit dabei. Und dann stellt sich im Kern natürlich eher wieder die Frage, ja, wo arbeiten denn dann die Menschen, die da jetzt eigentlich arbeiten? Aber wenn man sich natürlich die Waffenindustrie anschaut, sind das jetzt auch nicht so wahnsinnig viele, die da eigentlich arbeiten im Vergleich zu vielen, vielen anderen wirklich viel wertvolleren Industrien. Und das ist eigentlich klar, dass nach wie vor diese ganze Friedensbewegung, die ja vor Dekaden so aktiv war, dass wir die brauchen, dass die auch im Prinzip eine Wiederbelebung bräuchte, beziehungsweise, dass ich denke, dass auch wieder die Klimabewegung, die jetzt so aktuell ist, sich mit denen viel mehr vernetzen müsste. Also teilweise sind ja auch die gleichen Akteure, die dann, also Leute, die sich in der Friedensbewegung einsetzen, die kommen ja zum Beispiel auch zu Demonstrationen der Seebrücke oder setzen sich eben für Flüchtlinge ein oder gehen ja teilweise auch dann für Klima auf die Straße. Aber auch umgekehrt, denke ich, muss das eigentlich stattfinden. Also ich denke auch, die Klimabewegung muss sich eigentlich mit diesen Bewegungen viel mehr vernetzen, weil das eigentlich Allianzen und Bündnisse sind, die sehr gut zusammenpassen. Und da fehlt mir nach wie vor noch ein bisschen die Verknüpfung so. Die Verknüpfung, ich glaube, Janine, da bin ich bei dir auch an der richtigen Stelle, wenn ich das frage. Was kann die Linke da auch tun, um diese Verknüpfung viel stärker auch herzustellen zwischen den unterschiedlichen Bewegungen? Müsste das nicht eigentlich das Ziel sein, auch einer linken Kraft? Ja, unbedingt. Also ich finde, dass die Linke immer an der Seite der Menschen stehen muss, die für ihre berechtigten Interessen kämpfen, die für Verbesserungen kämpfen, die ja, die sich einsetzen für eine gerechtere Welt, für eine soziale Welt, für eine friedliche Welt, für Umweltschutz und Klimaschutz. Und ich finde, an der Seite dieser Menschen muss die Linke stehen und eben auch versuchen, mit dazu beizutragen, das machen ja auch andere, dass eben solche Kämpfe verbunden werden, wie das jetzt im Bereich die Busfahrerinnen und Busfahrer wollen streiken für mehr Geld. Und sie haben eine Partnerin bei Fridays for Future, weil das da man eben diese Kämpfe auch zusammenbringen muss. Das finde ich unbedingt. Ich finde, dass eine Partei wie die Linke sich niemals fragen darf, was bringt es uns am Ende auf dem Wahlzettel, wenn wir uns für eine Bewegung engagieren oder für ein Anliegen engagieren. Ich glaube, wenn man sich die Frage stellt, dann hat man eigentlich, dann darf man sich nicht wundern, warum man nicht gewählt wird, sondern ich finde, im Gegenteil, wir müssen uns doch in den Dienst von Bewegungen aufstellen. Ja? Also ob das im Kampf für Klimagerechtigkeit ist oder eben im Kampf gegen Abschiebungen oder im Kampf für soziale Gerechtigkeit. Und diese Kämpfe zusammenzuführen und die nicht gegeneinander zu diskutieren, das finde ich, kann auch die große Stärke der Linken sein. Also ich fand, was mich so begeistert hat an dem Projekt Die Linke, damals als die WASG sich gegründet hat und sich mit der PDS dann vereinigt hat, ist doch gerade, und das ist doch unsere Stärke, dass wir aus so vielen verschiedenen Traditionen kommen, aus verschiedene Geschichten haben, ja, und deswegen gerade eben überlegen sollten, wie wir eben auch verschiedene Dinge zusammenbringen können. Und da ist das Mieterbündnis, in dem wir mitarbeiten, selbstverständlich machen wir das, weil Wohnen ein Menschenrecht ist, die Flüchtlingsinitiative, aber Fridays for Future und die gewerkschaftlichen Proteste natürlich genauso. Und ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch drin. Also man kann morgens beim Industriebetrieb sein und sich solidarisch mit Kollegen erklären und mittags bei Fridays for Future sein. Also ich habe das ausprobiert, das geht, das kann man alles miteinander verbinden. Und im allerbesten Fall kann man eben das nicht nur kann man das eben auch so verbinden, dass Kämpfe gemeinsam geführt werden. Und wie gesagt, ich glaube gerade, dass wenn wir darüber reden, wie wir Arbeitsplätze sichern wollen und
die Existenz von Menschen sichern wollen, wir doch geradezu die Pflicht auch darüber haben, darüber zu diskutieren, wie wir eben das Ganze zukunftssicher auch umgestalten können, wie man Industrie so umbaut, dass sie überhaupt eine Zukunft haben kann. Weil ich meine, eines ist doch auch klar, wenn der Klimawandel so weitergeht und sich so beschleunigt, dann ist es ja irgendwann die Frage nicht, also dann ist ja einfach die Frage, wie hart wird auch irgendwann der Bruch werden. Ne? Und ich glaube, der Bruch wird jetzt schon verdammt hart werden, weil man die letzten 10, 20, 30, 40 Jahre eben nicht die Maßnahmen ergriffen hat, die man hätte ergreifen müssen. Ne? Also das ganze Gerede mit den kommenden Generationen, für die wir so viel Verantwortung haben, weshalb wir ja solchen Schwachsinn wie die schwarze Null und die Schuldenbremse beschließen, ne? Damit wir uns in kommenden Generationen keine Schulden vererben. Also ich meine, diese Generationen werden die ganze Bürde des Klimawandels zu tragen haben mit all dem, was wir auch heute schon sehen. Und wir merken ja gerade, es ist nicht einfach nur eine abstrakte Gefahr, sondern Anfang des Jahres hat Australien gebrannt. Jetzt brennt der Westen der USA. Wir haben Dürren, wir haben Überschwemmungen. Also die Gefahr wird ja immer, und die Auswirkungen des Klimawandels, auch Thema Zustand der Wälder in Deutschland, wird ja immer auch praktischer spürbar. Und deswegen finde ich hier gegenzusteuern total entscheidend. Und da finde ich, das sehe ich auch wie Carola, wir brauchen da harte Maßnahmen. Also es geht eben nicht mit hier eine Stellschraube drehen und dort eine und dort vielleicht noch eine Prämie und hier irgendwie eine steuerlichen Anreiz schaffen, sondern wir brauchen wirklich ein ganz massives Umsteigen. Und das geht eben nur, indem man auch deutlich macht, wer in Zukunft daran nicht mehr verdienen kann. Und dazu muss man eben bereit sein, sich mit Industrieinteressen anzulegen. Und ich finde, das muss die Linke deutlich machen. Und ich meine, ich lebe in einem Land, in dem eine schwarz-grüne Landesregierung regiert. Ja, und wir genau an diesen ganzen neuralgischen Punkten eben erleben, dass man versucht, mit guten Argumenten den Lufthansa, den Flughafenbetreiber Fraport davon abzubringen, den Flughafen auszubauen. Also da haben die Grünen gute, also Argumente dagegen gebracht, aber sie haben, am Ende macht das halt Fraport trotzdem. Ja, und brauchen wir, also da kann man nicht auf Freiwilligkeit und auf Appelle und Selbstverpflichtung setzen, sondern da muss man eben klar machen, dass es eben anders nicht gehen wird. Und natürlich brauchen wir auch eine immense Energieeinsparung. Natürlich brauchen wir das. Und ich glaube, wir haben an vielen Stellen können wir eine Energieeinsparung hinkriegen, wo keiner wirklich, also an vielen Stellen kann man es, glaube ich, auch hinkriegen, ohne dass die Lebensqualität von vielen Menschen dadurch gefährdet sind. Wenn ich mir überlege, dass jeden Tag 7 oder 8 Flüge von Frankfurt nach Stuttgart gehen, also eine Strecke, die man unter 2 Stunden mit der Bahn bewältigen kann. Im Moment gehen die Flüge natürlich nicht so wegen Corona, aber bis dahin sind so viele Flüge gegangen, die kann man ohne irgendeine Einschränkung von Reisekomfort, sondern ich würde sogar eher sagen, vielleicht mit dem Gewinn von Reisekomfort, komplett auf die Schiene verlagern. Und ich finde, da ist ja auch gerade die Corona-Krise, ja, wäre ja eigentlich auch eine Chance, jetzt hier eben auch Industrie und Wirtschaft und Gesellschaft auch umzubauen, viel sozialer, viel solidarischer und natürlich auch im Sinne des Klimaschutzes. Ja, das ist ein ganzer Batzen. Carola, bevor ich dann an dich übergebe, vielleicht kann ich dann noch anschließen, Janine. Also wenn ich das jetzt so höre, bin ich voll überzeugt und ich würde dich sofort wählen, aber um ehrlich zu sein, wir haben ja so ein kleines Problem. Wir haben eine Mehrheit, die ist für mehr Klimaschutz. Wir haben unter unseren Wählerinnen ist mittlerweile Klimaschutz das wichtigste Thema. Also mit 36% irgendwie, soziale Gerechtigkeit macht 34% aus. Also unsere Wählerinnen wissen ganz klar, soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz, das gehört irgendwie zusammen. Aber gleichzeitig haben wir die Problematik, dass so wenig Wählerinnen uns da was zutrauen. Und neulich hat mir dann ein Kollege vorgeworfen, ja, ey, du gehst doch immer in den Hambi und du gehst doch immer zu Ende Gelände und du gehst doch immer zu Fridays for Future und bist parlamentarischer Beobachter und wir werden immer noch nicht gewählt. Ich meine, nach einem Jahr jetzt werden wir immer noch nicht gewählt dafür, hey. Oder 2 oder 2,5, wie auch immer. Wo ist das Problem? Ich sage immer, es ist so eine Wahrnehmungslücke. Einerseits hat die Linke eine Menge an Fortschritten gemacht in diesem Bereich. Andererseits gibt es da noch immer eine Skepsis. Naja, ich finde, zum einen brauchen wir einen langen Atem und Kontinuität. Und da reicht es eben nicht, 3-mal hinzugehen. Also auch wenn ich bei dir natürlich weiß, dass du öfter da warst. Und ich glaube, dass man ja wirklich sich auch eine Glaubwürdigkeit ja auch
verdienen muss und erarbeiten muss in solchen Bewegungen. Ich meine, da hilft es natürlich auch, wenn man so eine Linie dann auch als Gesamtpartei vertritt natürlich, ja, und wenn das nicht Einzelne machen, aber ich denke, dass grundsätzlich ja, was wir unsere programmatischen Grundlagen sind, ja, da ganz viele sinnvolle und kluge Sachen drinstehen, mit denen wir eigentlich ein gutes Angebot haben. Aber ich will es vielleicht mal praktisch machen. Also als die Protestbewegung gegen den Flughafenausbau da in Frankfurt, was ja in Frankfurt eine lange Geschichte hat, seit den 80er Jahren mit der Startbahn West, die ganze Gründungsgeschichte der Grünen hängt damit zusammen. Ja, und das war schon so, dass wir zu Beginn dieser Bewegung, was heißt zu Beginn, also ich meine, viele von uns sind seit, war glaube ich vor 20 Jahren zum ersten Mal bei einem Treffen der Bürgerinitiativen oder so, aber es war schon so, dass die Linke da jetzt nicht die natürliche Interessensvertretung, als natürliche Interessensvertretung wahrgenommen wurde, sondern es waren die Grünen ganz stark. Ja? Und sich da eine Akzeptanz und ein Vertrauen zu erarbeiten, das hat nicht ein Jahr gedauert, das hat auch nicht zwei Jahre gedauert, sondern das hat sehr, sehr, sehr viel länger gedauert. Vielleicht auch mit einer schwarz-grünen Regierungsbeteiligung, unter dem jetzt der Flughafen ausgebaut wird und viele Menschen natürlich auch praktisch sehen, dass die Grünen da kein Partner sind. Und umgekehrt bei den Beschäftigten zum Beispiel am Frankfurter Flughafen, ja, denen lange erzählt wurde, die Linke gefährdet eure Arbeitsplätze, weil die sind gegen den Flughafenausbau und nur wenn wir den Flughafen ausbauen, sind eure Arbeitsplätze gefährdet, die in den letzten Jahren gemerkt haben, wenn es um ihre Tarifbindung zum Beispiel geht, dann sind die Parteien, die die ganze Zeit den Flughafen ausbauen wollen, weil sie die Arbeitsplätze schützen wollen, auch gar nicht da. Und über die vielen Jahre, in denen wir wirklich sowohl bei den Beschäftigten als auch bei der Protestbewegung gegen den Ausbau aktiv waren, ist es uns, glaube ich, schon gelungen, da ein gewisses Standing aufzubauen. Und gab jetzt vor ein paar Monaten einen großen Aktionstag am Frankfurter Flughafen mit den Beschäftigten von Fraport, von Lufthansa, von Ryanair, die um gute Arbeitsbedingungen für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze kämpfen und die gemerkt haben, ja, die Linke kämpft gegen den Flughafenausbau, aber was unsere Jobs gefährdet, ist eigentlich nicht der Verhinderung des Ausbaus, sondern was der Job gefährdet, ist die Konzernpolitik von Lufthansa und Fraport, die ausgliedern, die Tarifverbindungen unterlaufen und so weiter. Ja? Also von daher glaube ich, wir brauchen da viel Ausdauer, einen langen Atem und eine gewisse Geschlossenheit, glaube ich, wäre auch nicht schlecht. Ja, das denke ich auch. Carola, du hast ja eingangs auch schon mal gesagt, momentan wird diesen Standards eigentlich keine Fraktion, keine Partei, was auch immer, gerecht, die ja eigentlich notwendig sind. Andere, hast du ein Licht da, dass du wirst gerade ein bisschen dunkel? Ja, ich habe es auch gerade gemerkt, ich sitze auf dem Balkon, ich glaube, ich werde vielleicht dann gleich noch mit reingehen. Wie wunderbar. Weil langsam wird es dunkel, ja. Ja, dann kriegen wir es auch so noch hin. Du hast gesagt, eigentlich macht das keine Partei. Nun würde ich sagen, die Linke hat auf jeden Fall eine Menge dazugelegt. Wir haben jetzt einen Aktionsplan Klimagerechtigkeit, der immerhin bis 2030 einige notwendige Sachen beschreibt, was wir bei der Verkehrswende machen müssten, was wir bei der Energiewende machen müssten, im Wärmebereich, Industriebereich, bei Handelsverträgen, Friedenspolitik und so weiter. Den kennst du wahrscheinlich, hast du schon mal gesehen. Also da sind ja ein paar Basics benannt. Aber was müsste eine linke Partei, die diesen Anspruch des System Change sich auf die Fahne schreibt, was müsste sie da noch mehr deutlich machen, noch klarer machen, um dann auch sozusagen mit dazu beizutragen, gemeinsam mit Bewegung wirklich den Wandel auch auf die Reihe zu kriegen? Weil ich meine, wir können ihn fordern, aber die Frage ist, wie kriegen wir es hin? Ja, also ich müsste zugeben, dass ich natürlich den aktuellen Vorschlag von euch jetzt nicht gelesen habe. Deswegen kann ich darauf nicht so richtig konkret antworten. Ich glaube halt, es ist wirklich schwierig für alle Parteien halt einerseits ein progressives, irgendwie radikales Programm zu machen, was mit der Wissenschaft auch übereinstimmt. Und auf der anderen Seite dann eben damit konfrontiert zu sein, dass die Leute so viel Angst haben, dass dieses Programm sich negativ auf die Wirtschaft und damit eben auf ihr persönliches Einkommen und Auskommen auch auswirken würde. Das heißt, da glaube ich, ist halt einfach der Kernpunkt, wo die Programme dann auch irgendwie gebremst sind, weil eben wir alle, aber eben auch die Klimabewegung so schlecht erklären kann, wie das zusammenpassen wird. Und dann ist natürlich das eine Ding immer die
Die Betrachtung hier innerhalb und Verteilung innerhalb von Deutschlands. Und dann, wenn wir jetzt natürlich eigentlich wirklich realistisch sind und schauen, wie das mit den historischen Emissionen ist und wie eigentlich wir aufgrund der historischen Verantwortung uns für Klimagerechtigkeit einsetzen müssen, also halt für die Bezahlung zum Beispiel dieser ökologischen Schulden, die wir hier im globalen Norden haben, und wie viel Geld wir dann eigentlich an andere Länder noch transferieren müssten, dann wird es halt natürlich wirklich, wirklich schwierig. Und das ist ein großes Problem, auch weil halt immer man das ja den Leuten jetzt irgendwie erklären muss. Aber es ist wirklich, es ist jetzt konkret, also es ist wirklich super schwierig, jetzt eine konkrete Antwort zu geben, weil ich eben nicht weiß, was ihr vorgeschlagen habt. Also dann würde ich dir einfach den Link gerne einfach nochmal zukommen lassen zu diesem Aktionsplan Klimagerechtigkeit. Also ich würde schon sagen, dass es momentan das weitestgehende ist von den Parteien, die momentan im Bundestag vertreten sind. Aber ich würde dir auch recht geben, an einigen Punkten hätten wir halt noch Nachbesserungsbedarf. Aber wir sind eben auch eine lernende Partei, die auf dem Weg ist und die versucht, Antworten zu geben und konkret zu beschreiben, wie es eben gehen kann in unterschiedlichen Bereichen. Und das ist auch meine ganz, ganz klare These. Dieses, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, von Helmut Schmidt, hat halt so viel kaputt gemacht. Dieses ganze neoliberale Dogma, dass man nicht mehr über das Hier und Heute, über einen konkreten Profit hinausdenken kann. Und wir brauchen eigentlich Bewegungen, vielfältige Bewegungen. Und oha, gleich wird mir schwindelig. Ja, gleich gibt es Licht. Und Parteien, die wirklich wieder eine Vision haben, wie es gehen kann mit einer solidarischen Gesellschaft. Denn da haben es ja die einfacher, die sagen, es soll alles so beim Alten bleiben. Und Janine, du kandidierst ja jetzt auch als Parteivorsitzende, was mich persönlich sehr freut. Was wären da deine Schwerpunkte? Müsste die Linke sich da neu orientieren oder wie könnte sie sich da überhaupt aufstellen, um da auch in diesem Bereich eine wählbare Verknüpfung hinzubekommen und die System Change stärker zu fokussieren? Ja, habe ich ja eben eigentlich schon so ein bisschen gesagt. Ich meine, das eine, glaube ich, sind die politischen Inhalte, also die man sich eben wirklich ins Programm schreibt. Ich glaube, da sind wir gar nicht so schlecht eigentlich. Das andere ist eben wirklich die konkrete Arbeit vor Ort und in den Bewegungen. Und da glaube ich, muss die Linke einfach ein Stück weit auch zeigen, dass sie einen Gebrauchswert hat, ja? Dass sie eben, ob das die parlamentarische Beobachtung ist, Hambacher Forst oder jetzt in Dannenröder Wald, ob das praktische Unterstützung ist bei ja vielen Protestbewegungen in den letzten Jahren, die es ja auch an vielen Orten gegeben hat, also zu zeigen eben, ja, wir stellen uns in den Dienst auch von Bewegungen und und verknüpfen das eben auch als Teil unserer Arbeit, weil ich meine, diese Geschichte, ich meine, werden wir dann auch gewählt? Ich meine, natürlich, wir sind Mitglieder einer Partei, wir wollen, dass die Partei gewählt wird, aber wir sind doch alle nicht politisch aktiv geworden, wir haben uns doch nicht politisiert, weil wir gesagt haben, wir möchten, dass eine Partei so oder so stark wird. Ich meine, Partei ist ja ein Mittel zum Zweck, also ich meine, am Ende möchte man ja politische Veränderungen erreichen, ja? Indem man, was weiß ich, die Studiengebühren abschafft oder den Ausstieg aus der Atomkraft erkämpft oder was auch immer. Ja? Also das sind doch politische Ziele, die man hat. Ja? Und deswegen ist für mich die Frage, wie kämpft man für diese politischen Ziele? Dabei natürlich zu schauen, dass die Partei dafür eben ja ein Mittel zum Zweck ist, dass man eben sowohl auf parlamentarischer Ebene als auch auf außerparlamentarischer Ebene eben solche Proteste eben dann auch unterstützt. Ja? Aber da glaube ich, ist es eben nicht sinnvoll, kurzfristig zu schauen, wird man hier oder dort gewählt, sondern ich glaube, man braucht eine langfristige Verankerung. Und das gilt für die Gewerkschaften genauso wie für die Umwelt- und Klimabewegung, dass man und auch für alle anderen, dass man auch in die Arbeit in den Stadtteilen, ja, also dass man eine grundlegend, also dass man wirklich eine Verankerung dort braucht und sich ein Vertrauen aufbauen muss. Und das kriegt man halt nicht hin, indem man da irgendwie zweimal vorbeigeht und ein paar Flugblätter verteilt, sondern das muss man eben in der praktischen Arbeit auch unter Beweis stellen, ja, gerade in einer Situation, in der viele Leute halt natürlich auch abgegessen sind von vielen Parteien, weil sie das Gefühl haben,
dass sie wählen können, was sie wollen, und es ändert sich ja doch nichts. Ich kann euch beiden als Zwischenstand vielleicht kurz sagen, wir haben mehr als 100 Zuschauerinnen, was für so eine Zoom-Veranstaltung echt gut ist. Und da sagt auch jemand, ihr müsst euch mehr auch außerhalb der linken Blase präsentieren. Viele sind überrascht, wenn sie mal hören, wie die Linken ticken. Also scheint auf jeden Fall ganz gut anzukommen, so als kleines Lob. Rainer aus Eckernförde schreibt, die Linke vertritt einerseits die richtige Position, dass die Klimaproblematik nicht im Rahmen der kapitalistischen Produktionsweise gelöst werden kann. Andererseits müssen schon jetzt Veränderungen erkämpft werden. Es ist häufig nicht klar, was System Change bedeutet. Grundlegende Umwälzung oder pragmatische Reform? Vielleicht ist es spannender, wenn Carola darauf antwortet. Carola, machen wir das jetzt mit einer Revolution oder machen wir das mit kleinen Reformen? Oder wie kommen wir denn dahin, dass wir überhaupt diesen System Change auf die Reihe bekommen? Also wenn wir uns anschauen, was wir eigentlich brauchen würden an Veränderungen, um ja das Ziel jetzt von 1,5 Grad Erderwärmung überhaupt zu halten, ne, dann ist es für Reformen einfach faktisch zu spät. Also man bräuchte ja eine massive, krasse Veränderung eben, ne, die Abkehr vom Wirtschaftswachstum. Und das ist natürlich richtig schwer, wenn das nicht auch gleichzeitig alle machen global, weil auch der Staat als solcher in dem vernetzten System international ja drin ist. Es ist nicht einfach so einfach für ein Land jetzt da plötzlich auszusteigen, selbst wenn das irgendjemand irgendwie beschließen könnte. Also selbst im idealsten Fall, dass man die progressivste Regierung hätte, die man sich jetzt hier nur wünschen könnte, ist das ja immer die große Frage, wie man das schafft, wenn nicht also alle mitmachen. Im Großen und Ganzen auf diese Frage, soll man innerhalb oder außerhalb des Systems irgendwie was machen, bin ich eben immer der Meinung, dass man beides machen muss und das verknüpfen sollte. Also ich denke, ohne die, sage ich mal, radikalen Bewegungen, irgendwelche Akteure, die außerhalb des Systems stehen, auch außerhalb des politischen und parlamentarischen Systems, wird sehr wenig passieren. Also es muss immer Druck von außen auf alle Parteien eigentlich gemacht werden. Trotzdem finde ich es halt wichtig, dass auch innerhalb dieses Systems Leute sind, die eben was verändern wollen, mit denen man sich vernetzt, die dann das System auch von innen Stück für Stück irgendwie verändern wollen. Die Frage ist natürlich klar, eigentlich an sich bräuchten wir die radikale Veränderung. Wir wollen natürlich jetzt aber auch keine Revolution auf der Straße haben, weil wir wissen, wie die meisten Revolutionen so stattgefunden haben. Ich sehe das auch tatsächlich noch nicht kommen, dass wir zum Beispiel jetzt hier in Deutschland eine ja, massive Protestwelle der Klimabewegung hätten. Und zwar, klar, haben wir vor einem Jahr 1,4 Millionen Menschen auf der Straße gehabt, so mit einem Plakat. Aber ein Protest, der wirklich was bringt, der müsste ja langanhaltend sein. Da müssten wir sowas haben wie jetzt in Weißrussland zum Beispiel, ne? Wo die Leute jeden Tag auf der Straße sind und zwar massiv. Dann, glaube ich, wären wir an einem Punkt, wo man die Regierung beeinflussen könnte, dass sie wirklich krasse Maßnahmen betrifft bezüglich des Klimaschutzes. Aber da sind wir von der Mobilisierung auf der Bewegungsseite natürlich überhaupt gar nicht, weil natürlich viele das Problem Klima und Ökosysteme wahrnehmen, auch bereit sind, dafür was zu machen, eben sagen in Umfragen, dass es für sie sehr wichtig ist. Aber dass wirklich massiv viele Menschen dafür protestieren würden, da sind wir im Moment noch nicht. Und ich hoffe immer so ein bisschen, dass man die Lehren zum Beispiel aus Corona dafür nutzen kann, einfach den Leuten nochmal zu sagen, dass der Staat tatsächlich in der Lage ist, ganz ja, radikal was zu verändern, wenn es notwendig ist und auch schnell, wenn die Krise wirklich als Krise gesehen wird. Und auf der anderen Seite, dass der Moment halt, um was zu machen, wirklich dann ist, bevor die Probleme exponentiell ansteigen. Das ist ja genau das, was uns jetzt auch bevorsteht. Und ich glaube, das sind Narrative, die wir einfach nochmal viel, viel, viel mehr wiederholen müssen. Und vor allem, da hat der Zuschauer, Zuschauerin schon recht, auch
prinzipiell außerhalb dieser linken Blase. Janine, da wirst du ja jetzt auch häufiger drauf angesprochen. Also einerseits sind wir als Linke wahrscheinlich auch überzeugt, es braucht die radikale Veränderung, also die Veränderung, die wirklich an die Wurzel geht, weil ohne an die Wurzel zu gehen, wird es eben nicht funktionieren. Andererseits sind wir ja auch eine parlamentarische Kraft. Wie gehen wir mit diesem Spannungsverhältnis zwischen grundsätzliche Veränderungen zu machen und natürlich auch innerhalb des Bestehenden auch Veränderungen erreichen zu wollen? Also erstmal glaube ich, dass im Kampf auch um kleine Verbesserungen doch sowas entsteht wie der Keim für eine neue Gesellschaft. Also auch die großen politischen Umwälzungen, die Revolutionen, die es in der Geschichte gab, die sind ja nicht einfach entstanden, die waren ja nicht einfach da, sondern es gab Auslöser und es gab konkrete Forderungen und Kämpfe, aus denen sich heraus eine Dynamik entwickelt hat. Und deswegen finde ich, dass die Linke natürlich sich zur Aufgabe machen muss, also Kämpfe auch um die kleinsten Reformen natürlich zu unterstützen, ob es um 4% mehr Lohn geht oder ob es um die Frage von Personalmindeststandards oder um die Frage von mehr Kita-Plätzen oder sowas wie die Abschaffung der Studiengebühren geht, ja, was jetzt dieses unsoziale Bildungssystem immer noch nicht zu einem sozialen Bildungssystem macht. Ich finde, dass die Linke all diese Kämpfe unterstützen muss, aber ich finde, wir müssen eben auch das Zweite machen und sagen, dass wir schon auch mehr transportieren, dass wir eine grundsätzlich andere Gesellschaft haben wollen. Ja? Und das finde ich, du hast es jetzt mit Vision oder Utopie, ich glaube, dass wir sowas auch wieder sehr viel stärker brauchen, also deutlich machen, wir finden uns nicht ab mit diesen zu himmelschreienden Ungerechtigkeiten, dass 8 Menschen auf dieser Welt so viel besitzen wie 3,5 Milliarden, dass der Bildungsweg eines Kindes oft schon dadurch vorentschieden ist, in welche Familie es geboren ist, dass Menschen aufgrund eines Passes kein Aufenthaltsrecht haben sollen und im Mittelmeer ertrinken. Also ich finde, all diese Fragen, glaube ich, aufzuwerfen oder deutlich zu machen, wir brauchen grundlegende Veränderungen. Und zwar sowohl global als auch vor Ort. Also das aufzuwerfen, finde ich wichtig, aber ich finde, man muss eben das wirklich beides auch gemeinsam führen, weil eben aus den Kämpfen und konkrete Veränderungen dann eben auch erst eine Dynamik entstehen kann, eben auch Dinge in Frage zu stellen. Und ich finde bei der Frage Parlament und außerparlamentarisch, ich finde schon, dass die Linke, also wir müssen eine gute Parlamentsarbeit machen, auf jeden Fall, natürlich, unbedingt müssen wir das machen. Wir müssen gute Argumente vorbringen, wir müssen das Instrument, dass wir Fragen stellen können, Anfragen stellen können und damit natürlich auch an Informationen einfach rankommen können. Wir müssen vernünftige Anträge stellen und alles. Also wir müssen eine gute Parlamentsarbeit machen. Aber ich finde, wir müssen aufpassen, dass wir nicht so ein bisschen die Illusion schüren, so Stellvertreterpolitik, wählt uns mal in die Parlamente und in die Regierung und dann machen wir das für euch. Weil so wird es eben nicht funktionieren, weil unabhängig davon, wer regiert hat, war es doch immer so, dass es wirklich gesellschaftliche Veränderungen nur dann gab, wenn es wirklich einen gesellschaftlichen Druck gab, einen Druck von unten. Und das kann man an ganz vielen Beispielen zeigen. Das hat die Arbeiterbewegung gezeigt, das hat die Frauenbewegung gezeigt. Ohne die gäbe es kein Frauenwahlrecht. Ohne die Bewegung der Schwulen und Lesben gäbe es die Ehe für alle doch überhaupt nicht. Das sind doch alles Dinge, die erkämpft wurden und im Bereich Umwelt und Klima natürlich auch ganz stark, dass die Fortschritte, die wir haben, Ausstieg aus der Atomkraft und anderes, eben auch von Menschen erkämpft wurden. Und ich finde, da ist die Frage, wie können wir auch unsere Arbeit in den Parlamenten da eine Verbindung hinkriegen? Und wir haben das oft so gemacht, dass wir die Betroffenen eingeladen haben in den Landtag. Also dass wir in der Aktuellen Stunde zum Poststreik zum Beispiel, zum Busfahrerstreik, zu den Arbeitsbedingungen bei Amazon oder in den Krankenhäusern oder am Flughafen oder die Situation der Taxifahrer, die jetzt von Uber platt gemacht werden, dass wir die Situation in Aktuellen Stunden zum Thema gemacht haben, dann die Betroffenen selber eingeladen haben im Landtag, die da auf der Besuchertribüne saßen und man gemerkt hat, dass die Debatte ganz anders läuft, ja, dass die Debatte auch seitens der anderen Fraktionen und auch seitens der Regierung ganz anders läuft, wenn die Betroffenen eben vor Ort sind und sich das eben auch alles anhören. Und darüber alleine kann man keine Veränderung erreichen, aber darüber kann man Öffentlichkeit herstellen und Solidarität herstellen und eben Streiks zum Beispiel auch konkret unterstützen. Und das finde ich, also diese Verzahnung von parlamentarischer und außerparlamentarischer Arbeit, ja, also
Das finde ich wichtig. Und über unsere Anträge und Gesetzentwürfe kann man natürlich auch einfach Alternativen aufzeigen, weil ich meine, lange galt ja vieles von dem, was hier gerade stattfindet, als völlig alternativlos. Und ich finde, Alternativen aufzuzeigen, aber eben auch deutlich zu machen, um eben mal einen Antrag durchzubekommen oder irgendwie in Parlamenten eine Abstimmung zu gewinnen, braucht man eben halt wirklich einen gesellschaftlichen Druck. Also die Abstimmung, bei der ich am allerliebsten in meiner Zeit als Abgeordnete die Hand gehoben habe, war 2008, dass wir die Studiengebühren abgeschafft haben in Hessen. Und dann sind ja nach und nach die anderen Länder haben das ja dann auch nachgezogen. Das war am Ende war es eine parlamentarische Entscheidung, aber ich glaube, dass es die so nicht gegeben hätte, wenn es nicht so eine aktive Studierendenbewegung in Hessen gegeben hätte, die auch verzahnt war mit den Gewerkschaften und für Bildungsgerechtigkeit gekämpft hat. Und ich finde, das beides zu verbinden, das muss eigentlich die Aufgabe der Linken sein und nicht einfach, ihr könnt uns ja alle 4 Jahre wählen und dann wieder hinlegen. Also so wird es halt nicht funktionieren, sondern ich finde, dieser Anspruch von Selbstemanzipation, ja, von selber politisch aktiv sein, sich einbringen, selber kämpfen, ich glaube, das muss eigentlich das Wesen der Linken ausmachen. Ja, und ich glaube, das haben wir alle drei schon erlebt, was für ein großartiges Erlebnis das ist, mit gemeinsam mit Menschen zu kämpfen, gemeinsam mit Menschen auf der Straße zu sein und noch um den kleinsten Erfolg auch zu ringen und dann auch gemeinsam zu feiern. Ich meine, das ist ja auch ein Moment, wo man Solidarität und Selbstermächtigung wirklich spürt. Deswegen die Ermutigung, geht auf die Straße und verbündet euch, organisiert euch, egal ob es in Gewerkschaften, in Parteien ist, in Bewegungen ist, überall, wo man positiv eine Veränderung erreichen kann für eine solidarische Gesellschaft. Wir hatten ja gesagt, wir machen so etwa 1,5 Stunden, jetzt sind wir gleich um 30, deswegen würde ich einfach mal zu den Schlussfragen kommen, ehe wir hier raus sind. Carola, Wie siehst du die Zukunft der Klimabewegung, gerade angesichts der Corona-Krise? Ist die Klimabewegung wieder da und was erleben wir auch im Hinblick auf die Veränderung, die in Deutschland anstehen muss jetzt in der nächsten Zeit? Also für den Moment sieht es ja so aus, dass die nächsten Wochen für die Klimabewegung echt extrem aktiv werden. Ich meine, jetzt am Wochenende steht Ende Gelände an, dann natürlich ist der Dannenröder Wald sowieso schon jetzt von der Räumung bedroht. Im Moment sind es die Barrikaden, aber dann ab Oktober können ja dann auch die Bäumenhäuser geräumt werden, damit, weil da eben auch dann die Bäume dann direkt gefällt werden können. Das war ja am Hambi auch immer so, dass dann die Baumhäuser geräumt wurden und der Baum, wo das dann drauf war, eben direkt dann abgeschnitten wurde. So wird das vermutlich dann eben dann hier auch sein. Das wäre dann ab Oktober, ab dem 5. Oktober ist die nächste Rebellion Wave, der Extinction Rebellion. Also es sieht wirklich so aus, dass praktisch alle oder viele, viele Akteure dieser Bewegung nur darauf gewartet haben, dass es wieder möglich wird, was zu machen, dass da viel Energie dahinter steckt. Wir haben ja auch gesehen, dass es einige Aktionsformen definitiv auch gab, als es mehr Beschränkungen gab. Also zum Beispiel eine schöne Aktion fand ich jetzt auch von der Seebrücke, diese 13.000 Stühle vor den Bundestag zu stellen, die ja leer waren, oder auch die Plakataktion, die vor dem Bundestag ja war, ein Meer von Plakaten, die schon auch deutlich gemacht hat, dass die Menschen alle da sind. Also ich glaube, man muss sich halt im Zweifel dann wirklich noch andere Protestformen anschauen. Ich sehe aber, dass es eigentlich richtig, richtig viele Menschen gibt, die was machen wollen und die auch sehen, dass jetzt Corona viele Probleme ja nur verstärkt, aber jetzt nicht wirklich das Problem der Klimakrise und der Ökosysteme in den Schatten stellt, sondern dass es im Prinzip auch wieder alles die gleichen Fragen sind. Janine, jetzt bleibt dir sozusagen, du ahnst es, es geht auch um die Perspektive. Wir bräuchten ja eigentlich eine Gerechtigkeitsbewegung, eine Klimabewegung, eine Solidaritätsbewegung, eine Friedensbewegung. Wir bräuchten eine Vielzahl, eine antirassistische, eine starke antifaschistische Bewegung. Das sehen wir alles auf der Straße, in Ansätzen, an vielen Orten. Wie kann die Linke das verbinden und wie geht sie da auch ins nächste Jahr, auch im Hinblick auf die Bundestagswahlen? In 2 Sätzen. Ich denke, dass wir haben es ja im Moment mit dem Zusammenkommen von mehreren Krisenphänomenen zu tun, die wir auch
die ineinander quasi greifen. Also das eine ist eben die Corona-Krise, und ich stimme da vollkommen zu, dass diese Corona-Krise ja vieles einfach an Problemen nochmal sichtbar gemacht hat, die ja vorher schon da waren. Ne? Sowas wie die Unterfinanzierung des Gesundheitssystems, Pflegenotstand, aber auch der bauliche Zustand von Schulen und die soziale Spaltung im Bildungssystem und die soziale Selektivität des Bildungssystems. Das sind ja alles Probleme, die auch vorher bekannt waren. Aber natürlich ist, glaube ich, also die Corona-Krise wird natürlich dazu führen, dass es unglaublich harte Verteilungskämpfe geben wird. Und eigentlich stecken wir auch schon mittendrin. Ne? Also dass Konzerne, die Krise nutzen, um Arbeitsplätze abzubauen, um Verschlechterungen durchzusetzen. Also von daher, das ist diese sich verschärfende soziale und wirtschaftliche Krise, wir haben eine sich verschärfende Klimakrise, eine wachsende Gefahr von rechts. Ja? Also wenn wir alleine überlegen im letzten Jahr mit dem Mord in Halle, jetzt dieses Jahr Hanau, im letzten Jahr der Mord an Walter Lübcke, die NSU-Morde, also wir haben eine wachsende Gefahr von rechts und wir haben eine Zunahme von militärischen Spannungen weltweit. Und deswegen, finde ich, müssen wir diese Krisenphänomene zusammen diskutieren und vor allem eben auch die Gegenbewegungen dagegen unterstützen. Ne? Und wenn wir jetzt, deswegen finde ich, dass der Grundgedanke der Linken doch der Gedanke der Solidarität sein muss und Solidarität etwas ist, was immer unteilbar sein muss. Also Solidarität kann eben nicht heißen, wir kämpfen in Deutschland für soziale Gerechtigkeit und das vielleicht auch nur besondere Gruppen, sondern Solidarität muss natürlich heißen, dass die Menschen, die in Moria im Dreck leben, dass wir an deren Seite stehen und dafür kämpfen, dass es eine menschenwürdige Aufnahme gibt, dass es nicht immer mehr Menschen im Mittelmeer ertrinken, dass es auch global eine Gerechtigkeit geben muss und dass wir uns hier natürlich auch für Menschen einsetzen, die zum Beispiel kein sicheres Bleiberecht haben. Also ich finde, der Gedanke der Solidarität, ja, und dafür zu kämpfen, dass in dieser reichen Gesellschaft und in dieser eigentlich so reichen Welt jeder Mensch in Würde leben kann, das muss doch der Grundgedanke sein. Und zu diesem in Würde leben gehört eben auch in einer lebenswerten Umwelt und in einem Klima, das es Menschen eben noch ermöglicht, dort zu leben zu können, wo sie leben wollen und nicht durch Umweltzerstörung und durch Umweltkatastrophen von dort flüchten zu müssen. Also deswegen finde ich, ja, diesen Gedanken der Solidarität, den muss die Linke aufgreifen und den stark machen. Ja, ich denke auch, dieses unteilbare Solidarität ist das, wo drunter wir drei uns versammeln können und glaube ich auch der Großteil der Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns heute gefolgt sind. Ich danke euch beiden herzlich, Carola und Janine, dass ihr teilgenommen habt an dieser Diskussion. Ich fand sie wirklich spannend. Ich hoffe, ihr auch. Ich habe es auf jeden Fall gelesen. Unsere Zuschauerinnen fanden das allesamt sehr spannend. Ich darf vielleicht einfach noch sagen, Carola, du hast erwähnt, Ende Gelände am nächsten Wochenende. Dann natürlich die Besetzung im Dannenröder Forst. Aber nicht zu vergessen, auch am Freitag haben wir den nächsten Global Strike von Fridays for Future. Und was ich vielleicht noch ganz kurz ankündigen darf, ist, am Donnerstagabend vorm Klimastreik wird es eine gemeinsame Diskussion geben mit Clara Meyer von Fridays for Future, Bernd Rixinger, unserem Parteivorsitzenden. Und ich werde dann auch wieder dabei sein am Donnerstagabend. Also das vielleicht schon als kleine Ankündigung. Die Veranstaltungseinladung bekommt ihr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dann auch noch. Also herzlichen Dank an euch beide, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke an die Zuschauerinnen und Zuschauer, die wirklich engagiert mitdiskutiert haben auf den unterschiedlichen Plattformen, die wir heute bedient haben. Und mir bleibt zu sagen, macht's gut, wir werden uns sehen, wo auch immer, auf der Straße, bei der Bewegung und so weiter. Macht's gut, tschüss. Danke. Ja. Tschüss. Nach Corona tschüss. Dann vielleicht auch mal. Live an einem Ort. Genau. Danke. Tschüss.